Stau an einem Grenzübergang zwischen Pakistan und Afghanistan. Allein hier im Nordwesten Pakistans sollen sich nach offiziellen Angaben fast 20.000 Menschen befinden, die nach einem Aufruf der Regierung das Land verlassen wollen. Es handelt sich um Menschen, die nach Ansicht der Regierung illegal in Pakistan leben. Nach der Überquerung der Grenze müssen sich die Menschen bei den afghanischen Behörden registrieren. Unter anderem das führt zu einem Engpass. Viele Menschen lebten jahrzehntelang in Pakistan. Wir sind glücklich, das hier ist unser Land. Aber wir sorgen uns um die Bildung unserer Töchter. Sie müssen zur Schule gehen. Wir sorgen uns um unsere Kinder. Mein Mann könnte irgendwo arbeiten. Aber um unsere Kinder machen wir uns Sorgen. Sie sollten nicht ohne Bildung bleiben. Hier haben wir Probleme. Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Wir haben hier nichts. Wir sind arme Leute und wir fragen uns, was aus uns wird, was wir essen sollen, was aus unseren Kindern werden wird. Wir haben nichts und wo sollen wir arbeiten? Insgesamt sind rund 1,7 Millionen Afghanen betroffen. Pakistan hatte ihnen bis zum 1. November Zeit gegeben, freiwillig auszureisen. Ansonsten müssten sie mit einer Zwangsabschiebung rechnen. Als Grund nannte die Regierung eine Verschlechterung der Sicherheitslage. Sie macht militante Kämpfer aus Afghanistan verantwortlich für die steigende Zahl von Selbstmordanschlägen. Die radikal-islamische Taliban-Regierung in Afghanistan bezeichnet den Abschiebebefehl als grausam und barbarisch. Menschenrechtsorganisationen forderten mehr Zeit für die Ausreise der Menschen. Millionen Afghanen flüchteten wegen jahrzehntelanger Konflikte in ihrem Land nach Pakistan. Laut pakistanischer Regierung kamen zahlreiche Menschen irregulär ins Land, darunter Hunderttausende, die nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban im Jahr 2021 die Grenze überquerten.